sind jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich habe Wehen, starke Wehen und ja, relativ regelmäßig. Aber Justus ist schon aufgeregt, er möchte, dass wir jetzt schon losfahren und ich bin eigentlich auch sehr froh drum. Und ja, ich würde sagen, es geht los, Lilly kommt. Ich wollte mich nochmal melden und zwar, wie man sehen kann, schon auf Station. Ich habe es nicht mehr geschafft, im Kreißsaal zu vloggen, denn die kleine Lilly ist schon da. Genau. Es ging sehr schnell, aber dazu werde ich nochmal ein Video machen, meinen Geburtsbericht. Das wird, es ist eine fantastische Geschichte. Es war alles sehr schnell und sehr knapp, aber wie gesagt, dazu noch mehr. Wir haben uns jetzt entschieden, schon nach Hause zu fahren. Es ist jetzt also einen Tag später nach der Geburt und ich fühle mich hier nicht so ganz wohl. Man wird ständig gepiekst, wie man sehen kann, und ständig geweckt. Und ja, ich denke, zu Hause werde ich mich dann besser erholen können als hier. Und deshalb holt mich Justus jetzt schon ab. Ich freue mich schon auf die großen Geschwister und vor allen Dingen auch, wie sie reagieren werden. Auch die kleine Lilly. Und Justus trägt sie rum, die ganze Zeit. Lilly ist endlich da und wir hatten jetzt 1,5 Wochen Zeit, uns kennenzulernen, zu schmusen und haben wirklich eine sehr schöne Anfangszeit gehabt und hatten auch wirklich viel Ruhe, weil Justus ja die ganze Zeit auch da war und mir sehr viel geholfen hat. Und ja, ich zeige sie dir einmal. Sie liegt nämlich hier natürlich auf der Schaukel, weil das ist ja unser Lieblingsplatz schon seit der Schwangerschaft gewesen und jetzt im Moment natürlich auch. Natürlich kann man sehen, wie klein sie ist. Und sie ist so ein liebes Baby, weil sie ist einfach so... ja, so zufrieden immer. Und ganz viele hatten auf Instagram gemeint, dass sie so klein aussieht und ob sie keine Frühgeburt ist. Nein, natürlich nicht. Also ich war ja mit ihr in der 40. Schwangerschaftswoche. Aber sie ist halt, ja, ich denke, ganz normal eigentlich. Also von den Maßen her ist sie ein ganz normales Baby. Vielleicht sieht sie nur klein aus. Ich weiß es nicht. Siehst du klein aus? Die kleine Lilly. Und heute haben wir auch endlich mal richtig schönes Wetter und deshalb ist Justus natürlich auch dabei, den Garten umzukrempeln. An seinem letzten Urlaubstag macht er natürlich nichts anderes, außer ja, die Terrasse erneuern und nochmal richtig schön arbeiten. Ich zeig dir gleich, was er da gerade macht. Lilly und ich haben auf jeden Fall gerade gestillt, hier mit meinem Stillkissen, und ich muss sagen, ich liebe dieses Teil. Also ich habe ja auch noch so ein ganz großes gekauft, aber das hier ist unschlagbar. Also gerade diese Größe, diese handliche Größe, diese Form, man sieht mich eigentlich nur noch mit diesem Teil hier rumlaufen. Ich verlinke das auf jeden Fall auch nochmal unten. Das gibt es natürlich auch in anderen Designs, aber das hier fand ich ja ganz besonders hübsch. Und jetzt ist sie natürlich auch müde vom Stillen und schläft jetzt erstmal ihre 3 bis 4 Stunden. Das ist so unser Rhythmus im Moment, auch in der Nacht natürlich. Aber ich bin sehr zufrieden. Also das mit dem Stillen klappt auch wirklich super. Das ist absolut kein Problem von Anfang an gewesen. Nur wenn ich sie zu oft gestillt habe, dann hat sie Bauchschmerzen bekommen. Also entgegen dem, was dann die Hebamme vorgeschlagen hatte, sie nämlich alle 3 Stunden auf jeden Fall zu wecken und zu füttern, lasse ich lieber sein, weil das tut ihr nicht gut und sie hat auf jeden Fall ihren eigenen Rhythmus. Also wenn sie Hunger hat, dann meldet sie sich auf jeden Fall. Oh. Ich zeig dir jetzt einmal, was Justus macht. Wir gehen jetzt einmal zusammen rüber. Oh, ist das aber hier sonnig. Mich ein bisschen wegdrehen, damit die Lilly nicht zu viel Sonne abkriegt. Er wird es dir gleich mit Stolz zeigen, was er heute schon alles gemacht hat. Ich streiche die Terrasse in einem warmen Grauton. In einem warmen Grauton? Ich wusste gar nicht, dass Grau auch in warmen Tönen war. Doch, das siehst du. Ganz warm. Okay, dann komm mal her. Na, süße Maus. Dann zeig mal, was hast du denn gemacht? Ein Tiger. Ach, sogar so ein großer, dass du 2 Blätter gebraucht hast? Wow. Aber nicht Papi sagen. Okay, ich sag's nicht, Papi. Psst. Papi, habt ihr Apfelsaftschorle? Ich weiß nicht, was das für ein Eis ist. Was hast du denn geholt? Mal das drauf. Mango steht da. Das wieder Mango-Joghurt. Ich glaube, das hat dir gut geschmeckt. Oder magst du das nicht? Nee. Willst du denn Mamis haben? Dann tauschen wir, okay? Also streicheln und Eis schlecken. Beides gleichzeitig. Du, welche Haare hast du? Braune. Braune Haare? Aber nicht so hellbraune wie du, ne? Mhm. Sind dunkler. Mami, du hast braune und schwarz. Nee, Mami hat nur schwarze Haare. Mamis Haare sind ja gefärbt.
Ist jetzt Kuschelstunde, ja? Das ist echt niedlich. Wann darf ich so an, ja? Das dauert noch. Sie ist doch noch viel zu klein. Die bleibt erstmal bei Mami. Wie man sehen kann, haben wir jetzt auch die Muschel hier in die Ecke verfrachtet. Die stand ja vorher da auf der Terrasse. Aber so ist es viel schöner, weil wir uns schon ein bisschen aufteilen mussten, weil hier jetzt nicht mehr alle drauf gepasst haben, mit der Lilly auch noch zusammen. Und so ist das richtig toll. Jetzt sind wir alle hier in dieser Ecke und haben so ein paar Getränke und zu futtern hier immer stehen. Also richtig toll. Ich genieße das immer sehr, auch mit diesem schönen Wetter. Jetzt werden auch noch Möbel sauber gemacht. Und so macht Justus Möbel sauber. Mia ist übrigens selbst ernannter Bodyguard von Lilly geworden. Ne? Sie guckt jetzt auch immer, wenn die Lilly ein kleines bisschen Geräusche von sich gibt, dann ist die Mia gleich zur Stelle und guckt, ob alles okay ist. Das ist einfach so niedlich. Bist du toller Wuffi, ne? Bist du toller Wuffi. Oh. Wacht gerade auf. Das kleine Mädchen. Mir geht's übrigens super. Also es dauert natürlich immer seine Zeit, bis alles mal verheilt ist. Aber gerade heute, muss ich sagen, fühle ich mich richtig gut. Ich kann einigermaßen schon gut sitzen. Nur so richtig viel Power kann ich jetzt noch nicht geben. Aber ich denke, in ein paar Tagen, vielleicht in einer Woche, dann kann ich wieder Vollgas geben. Dann gibt es auch wieder richtig Baby-Entertainment-Programm mit Ausflügen und alles. Dann bin ich auch wieder dazu bereit. Nur im Moment bin ich einfach auch noch immer sehr müde tagsüber, weil die Nächte natürlich noch gewöhnungsbedürftig sind. Aber auch daran wird man sich gewöhnen, einfach alle 3 bis 4 Stunden nochmal zu stillen. Und jetzt würde ich jetzt auch gerne einmal ein Mittagsschläfchen machen. Das machen wir immer hier so zusammen. Baby. Hey, mein Baby. So, schnell hinterher, weil jetzt wird Obst gemacht. Ich habe nämlich im Moment immer richtig viel Lust auf leckeres Obst. Und jetzt haben wir so richtig viele, auch verschiedene gekauft. Jetzt gibt es einen richtig tollen Obstteller. Du brauchst mir gar nicht zu helfen. Das ist ganz gemütlich, was ich hier mache. Ich glaube, du musst ja eh erstmal die Windel wechseln. Die ist ja noch voll. Was? Dann kommt die Windelpolizei. Sie kommen mit mir. So. Lilly nuckelt jetzt ein bisschen vor sich hin. Und was ich total süß an ihr finde, sind ihre Haare. Dass sie schon so lange, dunkle Haare hat. Und Neugeborene riechen ja auch so lecker. So ganz süßlich. Das riecht so gut. Guck mal, jetzt gehen sie. So anstrengend, so ein Babyleben. Kann auch nicht so gut spielen, ne? Da muss ich noch ein bisschen größer werden. Rassel? Da ist eine Rassel drin, genau. Das macht diese Geräusche. Oh, du guckst schon. Sie beißt überall. Nee. Die beißt nicht, sondern die macht mit Zahnfleisch so. Genau. Sie nuckelt, ne? Ja, sie nuckelt. Justus hat den Kindern gerade noch neue Wasserpistolen gekauft, die unendlich schießen können. Ach so, jetzt verstehe ich auch warum. Warte mal, dann zeig mal kurz. Oha. Okay. Und die sind jetzt am Gartenschlauch dran? Ja. Guck. Ja, dann können sie natürlich unendlich schießen, ne? Da ist das dran. Mhm. Und so kann man es drehen. Mami, wo man hinzufügen will. Okay. So, und gleich gibt's Obst. Papi macht gerade Obst für uns. Ja, ist das gut? Vielleicht schießen wir uns gleich nochmal ab. Jetzt gibt's erstmal was Leckeres. Oh nein. Okay, das kann die Mia haben. So. Okay. Guten Appetit. Piep, piep, piep. Warum dürfen wir diese? Ja. Die Brombeeren? Sind die denn überhaupt süß? Ja. Die sind richtig süß. Lecker, Papi! Ja. Lilly kriegt noch kein Obst. Aber ich esse für sie mit. Blaubeeren wieder. Blaubeerenfütterung. Zwar immer nur eine, ja. Ne? Zwischen 2 Fingern. Hier mit Zangengriff.
anstatt sich eine Hand voll zu nehmen. Oh, macht das der Papi. Oh, jetzt wird das auch versucht. Hm. Ja? Papi ist das Vorbild. Ah. Oh, ich bin doch viel besser, ne? Ganz im Mund voll Blaubeeren. Brombeeren waren aber nicht so lecker, die waren total sauer. Doch, die waren sehr lecker. Die stimmen doch mal ab. Wer fand die Brombeeren lecker? Ich! Oh nein. Also war es nur die Mami, die die Brombeeren nicht lecker fand. Also kaufen wir die noch einmal. So ist es. Welche mehr? Du kleine Diva. Die kaufen wir noch einmal. Hm? Ich soll mal in die Kamera gucken. Siehst du mal aus. Hey. Mäuschen. Mein großes Mäuschen. Hm? Kommst du? Hm. Babys duften Guck immer mal. So schön. Hm. Eine Erdbeere. Eine Erdbeere, ja. Und nein, die Erdbeere blutet. Sie ist ganz rot geworden. Oh nein. Jetzt muss ich sie ganz essen. Sonst ist es Erdbeerquälerei. Ja, musst du ganz, ganz doll festhalten. Am Stein fixieren. Nee, weiter oben sägen, so wie ich sie eben gerade gezeigt habe, mein Schatz. Da, wo deine Hand ist. So. So, da musst du jetzt die Hand drauf halten, ganz doll. Da möchte ich. Ja, da musst du, genau, ganz dicht daneben musst du die Hand halten. So, und nicht das Knie. So, und jetzt musst du da sägen. Ganz doll drauf, mit deinem ganzen Gewicht. Kannst auch da das Knie drauf tun. Oder wir halten mal zusammen. Jetzt schaffst du. Ja. Bist du jetzt der Vlogger, ne? Genau. Damit ist bewiesen, dass Mädchen auch sägen können. Schauen wir uns mal Justus Terrassenprojekt an. Wie das jetzt nun geworden ist und ob er zufrieden ist. Die Antwort ist ja, ich bin zufrieden. Aber du musst hier noch drüber steigen, weil hier ist noch ein bisschen feucht. Ich habe gerade nachgestrichen da. Ach so. So sieht das jetzt aus. Also vorher war das mal braun und jetzt ist es grau. Und das hier ist eigentlich auch ein Stück Holz. Aber jetzt ist es grau. Und da hat sich schon wieder die Lilly geschnappt. Ja. Der mal kuscheln. Sie ist müde. Ja. Sie hat so viel getan heute. Getrunken und dann geschlafen. Und Mia passt wieder auf, ne? So klein sind die Babys am Anfang. So klein waren deine Kinder mal. Die großen. Gut, wir sagen jetzt alles zusammen. Tschüss. 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 Kleines Baby.